Also wenn du irgendwo leer machst, dann ficken. Und ohne meine Batterie sage ich hier gar nichts mehr, ne? Hey Leute, willkommen zurück zu Dead Island 2. Ja, schön. Oh, auf jeden Fall. Ich gehe mal von denen weg, weil die labern mir gerade zu viel. Wir haben nämlich noch eine Karte, die wir aktivieren können. Die Frage ist nur. Achso, wir haben noch die hier. Ja, dann nehmen wir die noch mit rein. Ich muss das auch mal benutzen, ne? So, wir können die Verteidigung stärken mit einem gut geteilten Block. Ich nutze Blocken hier irgendwie blöderweise nicht. Hier ist eine neue Karte verfügbar. Neue Karten verfügbar. Welche denn? Hier ist doch nichts. Verteidigungsfähr. Halte Steuerung links gedrückt. Okay. Ach, das ist der Dropkick. Ja. Halte Steuerung links gedrückt. Aha. Gibt es hier noch was anderes? Hören wir auch dazu labern? Ich will auch labern. Ja, okay, wir sollen erstmal Sam um Rat bitten. Wir schauen aber auch mal auf die Karte. Wir haben hier noch einen Wegpunkt. Den entfernen wir mal. Ich möchte gerne auch alle Fragezeichen abklappern, die es so gibt. Da ist einer. Da ballern wir uns mal einen Wegpunkt hin. Ach so, es gibt verschiedene Bezirke. Ah, mir kam die Map schon ein bisschen winzig vor, aber okay, hier gibt es ein bisschen mehr. Loot? Kein Loot? Hey, yo, Sam B, was geht? Sam, we're both immune. We gotta spread the word. Sure, if you wanna get dissected. Come on, we'll be VIPs. RIPs. Emma's got 6 months of food in the basement. We can wait it out here. I ain't just sitting around with you guys. I'm getting out of this city. You're immune. You ain't bite-proof. I know how to take care of myself. You don't know shit. Out there, you gotta be a mechanic, medic, Jackie fucking Chan rolled into one. Got mechanic covered, and I prefer Bruce Lee anyway. All right, it's your ass. Hey, if you're going out there, you're gonna need some special sauce. Grab that machete. Kralle die Machete? Oh, yeah. Okay. This is how you give us some spice. You'll need parts, though. Take some of this shit lying around here. You really walked into a zombie apocalypse just for Emma? You should never have left her. It was just... I was young. Die reden wirklich viel. Aber jetzt lernen wir, glaube ich, Crafting, oder? Alright. Use the workbench and let's get cooking. Ja, Mann. Lass Workbenchen, Alter. Okay. Nur ungewöhnliche, seltene oder exquisite Waffen können optimiert werden. Ich hätte fast gelesen, operiert werden, aber... Okay. Mhm. Ja, wir wollen sie optimieren. Beste Vorteile ist Robustheit. Wir können jetzt eine Mod einbasteln. Optimiere deine Waffen, indem du sie mit Mods und Vorteilen ausstattest. Beides verbessert eine Waffe auf unterschiedliche Weise. Jede Waffe mit ausreichendem Seltenheitswert verfügt über Slots für eine Mod und einen oder mehrere Vorteile. Aha. Elektroschock-Mod? Nehme ich? Cool.
Vorteile verbessern Waffen. Das ist fast dasselbe wie eben. Oh, manche Vorteile haben sowohl negative als auch positive Effekte. Überleg gut. Waffen mit höherem Seltenheitswert haben mehr Vorteilsdots, was sie flexibler und schlagkräftiger macht. Teile sammeln. Ja. Angeben ist der Vorteil. Was kann das? Baupläne kannst du finden, wenn du LA erkundest und Quests abschließt. Jo. Ich weiß jetzt trotzdem nicht. Ach, erhöht Schaden, aber verringert Haltbarkeit. Nee. Kann ich die wieder entfernen? Okay, ich habe einmal Haltbarkeit erhöht und einmal verringert. Zurück. Kann man die auch reparieren? Aber wir können sie recyceln. Hier sind nur Baupläne, die wir noch nicht haben. Upgrades oder recyceln. Steht aber nichts von reparieren. Da das hier nur so ein Kö ist und so 0815 Dinger. Recycle ich die mal. Stufenanpassung. Ach, die können wir reparieren. Gegen Geld. Hit a zombie with that, the motherfucker's gonna stay hit. Thanks, man. Nice. Hey, you're really going out there. I got some stuff you need. Echt? Was hast du, Alter? Take some of this meat as bait. It's just meat, but the zombies go for it. Save my life getting here. I got some meds you can have too. Just maybe next time you give me something in return, huh? Aha. Fleischköder? Fleischköder. Lockt Zombies an. Kontaktauslöser. Waffen können wir beim auch kaufen. Baupläne. Für 0 Dollar. Anleitung, wie man Medikits in einer Werkbank herstellt. Hol ich mir. Kostet ja nichts. So. Können noch Waffen kaufen. Inventar voll. Aha. Schrott können wir kaufen, aber wir sollen das hier kaufen. Wie viele? Hat man dann immer einen oder? Könnten auch Sachen verkaufen. Aber ich glaube, das ist nicht so sinnvoll, weil wir brauchen die doch zum... Das ist alles zur Herstellung. Ja, ist alles zur Herstellung von Sachen. Also behalten wir das Zeug auch. Hallo, appreciate it. Need to talk to Emma. Wenn ich jetzt auch noch wüsste, wie ich Wurfgeschosse benutze. Still think you'd be better. Oh, wir haben Lager. Ah, wir können auch Sachen lagern. Nicht beanspruchtes Eigentum. Stay in here, aha. But at least now you're prepared. I've never seen anything like it. It's completely destabilized. Sehe ich auch so. So, wir sollen jetzt noch. Das ist oben. Hi, was geht? Erfrischend. Neue Karte. Die ist für Überlebende. Okay, was ist das?
Konterangriffe auf Zombies füllen zusätzliche Gesundheit auf. Sogar mehr als sonst. Nur für Carla und Ryan. Wir sind Carla, dann passt das doch. Haben wir ein Spiegelbild? Cool, wir sind ein verdammter Vampir. Wollen wir mit ihr reden, wird erstmal alles abgelootet. Das hat du auf jeden Fall Vorrang. Wer damit? Looten hat immer Vorrang. Grundsätzlich. Hast du noch mehr hier? Ah, du brauchst es nicht, ne? Ich nehme das mal. Ich verwahre das Geld für dich. I feel like we're shipwrecked. Am I gonna end up in some dead fan's stomach? You won't let that happen, will you? Not with me around. Look, if I'm immune, I gotta tell the authorities. Sam doesn't trust them. I can't stay here forever. No offense, it's pretty nice. We all want to leave. You wouldn't believe what we had to pay to get on that plane. We're stuck here. Yeah, with that attitude. You can't just jump in a car and go. The roads are all blocked. I saw videos of cars getting swarmed. You might as well put wheels on a coffin. Fucking rad idea. There's millions of those things out there, just waiting to sink their teeth into us. Face it, we'd need a helicopter to get out. And everyone who has one is already fucked off in it. Come on, this is loser talk. Where's the evacuation center around here? We were supposed to report to the helper in hotel. If Robert hadn't made other arrangements. You still pissed at the guy? Our marriage was just PR, okay? I get it, girl. I'm gonna find this helper in hotel. Thanks. Hey. Don't forget your friends if you do find a way out. Jojo, na klar. Das Haus ist verschlossen, da war Michael. Kann dich zur Hintertür rauslassen. Okay. Na dann. Sah jetzt aus wie ein Safe. Was ist denn hier, Michael Metzen? Ronny, wo ist Michael, Mann? Sprich, ich muss irgendwo nach unten, ja? Es gibt hier nur kein unten. Doch, es gibt einen unten. The Rise of the God Spider. Nie gesehen. Klingt nach einem Asylum-Film. Kann ich hier noch looten? Wenn ich hier noch mal hoch kann, ist hier noch was? Oh. Ich hätte doch hier runter gehen können. Okay. Kann ich hier noch was mitnehmen? Irgendwas Scharfhandiges und Geld. Das gute Zeug darf ich nicht mitnehmen. Ding darf ich auch nicht mitnehmen. Wir sollten uns mal die Schuhe ölen, die quietschen ein bisschen. Hey yo, mach auf. I'm heading to the Halperin Hotel. See if the army's still there. Yes, yes, good. Good, exactly what I was going to tell you to do. All part of my survival plan. Oh, you'll need keys to get out here. Just tell them Emma Jaunt and her staff need to be evacuated immediately. Okay? You got it, bud. Ja, ja, sicher doch, sicher doch. Was soll ich hier ausrichten? This would be a whole lot easier and more fun with help.
Okay, was haben wir jetzt? Du hast den Koop-Modus freigeschaltet. Okay. Aber erstmal wollen wir natürlich auch ein bisschen die Nebenaktivitäten hier machen. Da wollen wir mal schauen. Wir brauchen ja... Oh, was ist das? Kommt die hier rüber? Kommt sie. Das ist eine neue Karte, oder? Eine Vibratornachricht und ein Whirlpool. Ah, gut. Fast was Brauchbares. Wie viel von dem Gerödel können wir tragen? Ist das unendlich oder eher so nicht so? Achso, ich muss hier rüber, ja? Hä, wie komme ich denn hinterher hier wieder rein? Gar nicht? Evacuation Point A. Hi. Erstmal draufkicken. Da wird doch geil lang gefackelt. Hey, du lebst ja noch. Jetzt nicht mehr. Ja, wie vorhin, ne? Jackie Chan oder Bruce Lee. Beide gut. Evacuation center this way. Gotta be the helper in hotel. Ich mag beide. Definitiv. Natürlich kann niemand mit One and Only Chuck Norris mit. Mierda! Halten. Okay. Das sind diese berühmten LA-Beben. Ein Wasserkanister, will ich den? Hier, Zombie. Toll. Die schocken sich dann auch gegenseitig. Ja, okay, Dropkicken. Dropkick wins. Was geht? Verbraucht auch nur Ausdauer, ne? Mehr eigentlich nicht. Springt direkt raus. Ja, okay. Nehme ich. Kann ich ja alles abluten. Ja, jeden Koffer. Hey, wo kommt der denn her? Also, wenn du irgendwo Lärm machst, dann ficken. Kann ich euch hier in das Elektrobrutzelding locken? Hallo, hier drüben. Ja, komm. Oh. Oh. Da hat der Bauze Macht. Ja. Gechillt. Hey, yo, Zombie Man. Was geht? Fly away! And now die away! Q um zu werfen. Ah, jetzt ist... Kann ich gedrückt halten für... Achso, er wirft direkt. Also es gibt überall anscheinend Fallen, die ich nutzen kann, um die einfach zu brutzeln. Ja, okay. Er geht jetzt halt auch über Leichen, ne? Maul.
Aber gut, dass du mir Proteinriegel mitgebracht hast. Finde ich gut. Wasser kann ich jetzt einfach abdrehen, ja? Hört das Gebrutzel der auch mal auf, oder? Wie komme ich denn da durch? Hab das Wasser gerade abgedreht, oder nicht? Müsste das Geschocke dann nicht eigentlich gleich aufhören? Ich wollte eh nochmal zurück und schauen, was hier so gibt. Das lasse ich so. Achso, ich muss wahrscheinlich aber nur im richtigen Moment da lang. Okay. Scheint so. Okay, tippen, um anzugreifen. Halten und zu werfen. Ah. Alles klar, Prinzip habe ich kapiert. Kann ich die Batterie wiederverwenden? Ist das eine wiederverwendbare, ja. Hey, still out there. Hey, can you hear me? I'm pushing a button. The light's on. Hello? Hello? Ja, ich würde gerne da der Quest folgen. Nein, da nicht. Quests? Das ist eine Nebenquest, ja? Der folgen wir. Belohnung 1000 EP und ein Golfschläger. Okay. Aber nicht ohne meine Batterie. Hey, yo! Was geht ihr, Mongos? Don't want to get cornered in some A-Lister's backyard. Ha! Die wollten irgendwie nicht auf mich reagieren. Ich wollte ja eigentlich da reinlocken, aber. Wir machen heute noch eine Batterieweitwurf. Ja, ich komme gleich zurück zu dir. Ich komme gleich zurück, aber erstmal will ich meine Batterie wieder haben. Ja, ist ja wohl ganz klar. Ich kann mir ein Leben ohne diese Batterie nicht mehr vorstellen. Ja, eigentlich habe ich gerade eine Quest angenommen. Was mache ich? Ich laufe einfach woanders hin. Sicherung erforderlich. Okay. Nicht weg, ich renne gar nicht weg, ich komme gerade hin. Hey, I'm here. Don't have a heart attack. Ah, good. Finally, some life out there. You're not much to look at, but I'll take a chance on you. Say, you seen another kid out there? Another kid? No. Damn it. Must have thought I was shooting at her and got spooked. Well, listen, if I get the gate, can you search the front? You find that girl, you bring her around back, and we'll straighten this thing out. Just watch out for the other trespassers. They might. Hey, get out of there, you scourge of a Satan! Can't leave them to fend for themselves. Whoa, mierda! Aha, er soll also ein Kind suchen. Er hat nicht gesagt, ob es noch lebt. Also es könnte jetzt auch das hier sein, aber es ist so raus für ein Kind. Und ohne meine Batterie sage ich hier gar nichts mehr, ne? Gotta deliver the bad news. Oh shit! Huch!
Ich hab die gerade mit der Batterie gekillt. Ja gut, kann ja mal passieren. Ich war's nicht. Shit, Mann. Das kriegt bestimmt auch die Belohnung dafür nicht, ne? Was hier oben? Oh, hi. Du bist hier oben. Krepier doch jetzt. Drecksviech. Oh, Treibstoffkanister. Hätte das in Brand setzen können. Es ist ein bisschen ungünstig gelaufen. Dezent ausgedrückt. Du bleibst tot. Da ich quasi in dir verschwinde, gehe ich davon aus. Kann ich noch was looten oder ist hier noch ein... Ja, hier noch ein. Ja, das wäre hier drin. Fahren kann ich mit dem Auto auch nicht. Ich brauche den Schlüssel. Where was my invite? Oh. Not you, kid. You find that girl. Sorry, Grandpa. They got her. Son of a bitch. Well, I say it's about time we send these party crashers back to hell. Geht mal dahin. I'll get you this time. Vielleicht hätte ich die Machete nehmen sollen. Obwohl, jetzt mache ich ja dauer Critical Hits, weil ich die irgendwie angelockt hatte oder was. Naja, es funktioniert ganz gut. Das Zeug funktioniert wirklich gut. Also man sollte die auf jeden Fall öfter diese Wurfdinger nutzen. Man sollte sich nur überlegen, immer wann, ne? Kannst du jetzt mal ins Feuer fallen? Nein? Brauchst du auch nicht mehr. Ich habe einen neuen Schuhabtreter gefunden. Dich. Stahlrohr. Ist hier einer drin? Ich komme gleich zu dir da oben. Gib erstmal so einen Proteinriegel. Ja, natürlich haben die Zombies sie erwischt, nicht wir. Das ist ja ganz klar, ne? Ey, mein Kühl ist gleich kaputt. Hast du hier einen neuen für mich? Irgendwo? Kein neuer Kühl. Aber eine Nachricht. Ist hier sonst nichts weiter? Naja. Vorsicht, der Boden ist nass. Etwas erhöhte Rutschgefahr. Ah, eine schicke Deko hier, gefällt mir. Würde ich genauso machen. Also ganz klar.
Höllischer Partyspaß. Der war auch höllisch, ja. Hm. Nehmen wir gerne. Achso, ich soll jetzt auch noch reingehen. Oder auch nicht. Wie komme ich da jetzt rein? Wo gibt's denn den Schlüssel? Hey, yo, gib mir den Key, Mann. It's a damn shame about that girl, but I'm sure you did what you could. Curtis Sinclair's the name. Did a bit of acting in my time. Ask your mother, kid. Pleasure to meet you in these dark times. No way. Yeah, I've seen your movies. Papa watched them all the time. I need help. Years of doing my own stunts means, well, the old hip won't survive this drop. I need to get my chairlift to get down, but the power in the house is gone kaput. No sweat. I'll get you out of this. What do you need? Check the connections down at the end of the yard. See if the problem's there. Now, if you can get things running, I can buzz you inside. Godspeed, kid. Yo. Alles klar, Curtis. Curtis Jackson. Wir werden so einen Treppenlift wieder in Gang bringen. Aber erst beim nächsten Mal. Bis denn dann. Und